right, let's go check this place out. Eine Sackgasse. Wir sind Jay und Laura, verheiratet seit 28 Jahren. Wir lieben dieses Haus. Unsere Kinder sind hier zur Schule und aufs College gegangen. Unsere Tochter Isabel arbeitet inzwischen in einem Krankenhaus in Nashville. Und unser Sohn studiert bald Medizin. Jetzt leben nur noch wir beide hier, zusammen mit unserem Hund Leo. Wir wollen das Haus auf Vordermann bringen, damit wir dort gemeinsam mit unseren Freunden die nächsten 10 Jahre genießen können. Wie hoch ist euer Budget? 120.000 für 5 Zimmer. Inklusive Fassade? Ja, die roten Ziegel gefallen uns nicht. Das Dach macht alles sehr düster. Die Fassade aufzuhellen würde helfen. Was ist mit den gefliesten Stufen? Alles ist so dunkel. Gefällt euch die Tür? Nehmt sie am besten gleich mit. Heute? Wir streichen die Ziegelfassade und die Zierleisten. Wir ersetzen die Eingangstür und hübschen den Garten auf. Wir bauen deine Traumküche mit deckenhohen Schränken und einer offenen Speisekammer. Die Wände werden cremeweiß und wir verlegen Echtholzparkett. Dazu ein neuer Herd, schicke Beleuchtung, weiße Quarzplatten und eine dunklere Insel für etwas Kontrast. Sie haben schwere Jahre hinter sich. Wir haben die Möglichkeit, das zu verwirklichen, was sie sich wünschen. Daran teilzuhaben, lang gehegte Träume wahrzumachen, ist uns eine Freude. Umwerfend. Die weißen Ziegel, super. Die neue Tür. Naturholz. Das dunkle Haus brauchte dringend eine weiße Fassade. Neue Bäume. Der Garten ist so hübsch geworden. Alles war so zugewuchert. Wir sind so gespannt. Nach euch. Wow. Oh mein Gott. Ein anderes Haus. Wunderschön. All das Holz. Die Wand ist weg. Die riesige beige Wand ist endlich weg. Wow. Schön gemütlich. Die Vertäfelung erinnert an ein modernes Chalet. Und man kann direkt reinlaufen. Die Wand ist weg. Weil der Kamin so groß ist, wollte ich einen wuchtigeren Sims für einen zusätzlichen Effekt. Den haben wir aus Beton anfertigen lassen, der aussieht wie Stein. Passend zur Verkleidung und zum modernen Chalet-Look. Ist das okay für dich? Ich schaffe kein Pokerface. Sieht toll aus. Ich war echt nervös, weil dir der alte Sims viel bedeutet. Das ist ein Update deiner Idee. Und deinen Sims haben wir umfunktioniert. Ich zeig's euch und folge euch in die Küche. Wow. Ich bin begeistert. Genau wie ich es mir erträumt habe. Wie ein neues Haus. Oh, wow. Sieh mal der Herd. Einer, der funktioniert. Erkennt ihr es wieder? Der Sims. Das ist so lieb von euch. That's a nice touch. Thank you. I love that.
Das will ich mir ansehen. Schicke Arbeitsplatten. Mach auf. Nicht mehr schwer heben. Oh, that's great. Rausziehen. Oh my gosh. Einrasten lassen und los geht's. Wir brauchten eine schmale Insel, deshalb wollte ich ein extra langes Modell und sie sollte was Besonderes sein. Unser Metallbauer Frank hat sie aus Walzstahl gebaut. Ein Unikat. Dave hat was Passendes dazu beigesteuert. Wir wussten ja, dass euch eure Familienfotowand sehr wichtig ist. Die hier funktioniert mit Magneten. Die Bilder lassen sich ruckzuck auswechseln, von der Kücheninsel inspiriert. Thank you. Now gehen wir raus? Da ging's mal steil nach unten. Nach euch. Oh, wow. Holy smokes. Lauras Platz. Wie süß. I love that. We, you know that you're not. Weil du Sessel stiftest und ihnen Namen gibst. Diese Schaukel hier steht für Erholung und Heilung. Hier kannst du durchatmen. You can take a deep breath and you can exhale. Eure Geschichte und eure Einstellung hat uns sehr bewegt. Thank you. Nicht weinen. Heute ist ein Freudentag. Jay, nach dir. Okay. Go for it. All right. Oh, this is awesome. Oh. Wow. With pizza. Pizza. Falls du deinen Ofen mal auslassen willst. Klasse für Pizza-Partys mit Freunden. Tolle Terrasse. Hier werden wir oft sein. Die Todesfalle ist entschärft. Treppen helfen. Ich finde kaum die passenden Worte. Was für ein unglaublicher Unterschied zu vorher. Ich mochte das Haus schon immer, aber mir war klar, dass man mehr daraus machen könnte. Am meisten gefreut habe ich mich über ihre Reaktion auf die Küche.